Ein Lohn, von dem man leben kann. Schädlich fürs System. Interessantes System. Die Alternative dazu, ein Lohn, von dem man nicht leben kann. Der Rest, den soll der Staat dazu geben, nicht? Das ist übrigens, dieser Vorschlag kommt genau von denen, die sonst immer sagen, dass sich der Staat raushalten soll. Genau die, die fürs Privatisieren sind, für Steuersenkung. Die Gralshüter der freien Marktwirtschaft, die aber gerne auch mal ganz pragmatisch Sozialisierung empfehlen, wenn es Milliardenverluste gibt, die unsere Landesbanken verzockt haben. Die aber machen sich keine Sorgen um diese Verluste. Das deutsche Volksvermögen, meine Damen und Herren, hat im letzten Jahr um 230 Milliarden Euro zugenommen. Das macht pro Kopf knapp 3.000. Hätten Sie nicht gedacht, nicht? Haben Sie gar nicht gemerkt? Seltsam, das müssten Sie doch gemerkt haben. Oder ist bei Ihnen nichts angekommen? Obwohl Sie dem Volk zugehören, grämen Sie sich nicht, wenn Sie nichts davon abbekommen haben. Volkszugehörigkeit, meine Damen und Herren, ist etwas Ideelles, das sich über die Niederung des schnöden Mammons erhebt. Eine Fahne zum Beispiel hinter Kanzlerin oder Präsident, wenn Weihnachten oder Neujahr zu uns gesprochen wird, das ist mit Geld nicht zu ersetzen, meine Damen und Herren. Auch das Christkind hatte wenig und war doch zufrieden. Armut ist ein großer Glanz von innen, hat Rilke gesagt. Können Sie noch brauchen die nächsten Jahre, schätze ich. Nicht? Übrigens, die, ja, jetzt mal, Spaß beiseite. Jetzt hören wir mal auf, Witze zu machen. Völlig ernsthaft, meine Damen und Herren. Ich mache mir Sorgen um unser Volk. Die innere Sicherheit im Land ist tatsächlich bedroht. Die Jungen müssen Angst haben und sind bedroht von Kinderarmut, ihre Eltern von Altersarmut. Sie können heute nicht mehr sicher sein, dass sie von 40 Stunden Arbeit überhaupt leben können. Einen sicheren Arbeitsplatz, den können Sie nur noch im Beamtenmuseum bestaunen. Selbst Ihr Reihenhäuschen ist nicht mehr sicher, auch wenn Sie Ihre Raten bezahlen, weil die Bank Ihres Vertrauens möglicherweise gerade den Kredit weiter verzockt hat. Und wohin wollen Sie Ihre paar Kröten bringen, die Sie fürs Alter zurücklegen wollen, wenn Sie überhaupt welche haben? Die Empfehlungen Ihres Anlageberaters haben den gleichen Wahrheitsgehalt wie die eines Hütchenspielers. Casino-Kapitalismus, das hat Oscar Lafontaine gesagt. Es stimmt aber nicht. Das ist eine Verharmlosung. Im Casino, meine Damen und Herren, da gibt es strenge Regeln und eine staatliche Oberaufsicht. Aber da gibt es das nicht. Und wenn sich im Casino einer verzockt hat, da erschießt er sich wenigstens. Hier müssen wir auch noch seine Wettschulden bezahlen. Das war ja nur ein Witz von Herrn Priol, dass er gesagt hat, dass sie in Frankfurt reihenweise vom Hochhausdach gesprungen sind. Leider nicht. Hätten sie es wenigstens gemacht. Nicht wahr? Ich frage Sie, nicht wahr? Ich frage Sie ernsthaft. Nicht wahr? Was frage ich Sie? Was? Ich frage Sie nur als kleines Beispiel, was soll ein Bochumer Nokia-Arbeiter mit seinen Nokia-Aktien machen? Aktien, die er statt Lohnerhöhungen bekommen hat, damit er zukünftig die Unternehmenspolitik als Kleinaktionär mitbestimmen kann. Soll er die Dividende versaufen oder soll er zum Therapeuten gehen, damit er nicht irre wird? Er sollte die ganze Aktie versaufen, damit sie ihm nicht abgenommen wird, wenn er seinen Hartz-IV-Antrag unterschreibt. Das ist die Situation und da muss man sich doch Sorgen machen. Da muss man doch sagen, die Sicherheit ist bedroht. So ist die Lage. Habe ich was vergessen? Doch, natürlich. Entschuldigung. Terrorismus. Islamisten. Wie konnte ich das vergessen? Die anderen, wie heißen sie noch? Integrationsresistente Migranten oder wie man es jetzt höflich nennt. Die sind natürlich auch, die sind weiß Gott gefährlich. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber sie sind auch nützlich, meine Damen und Herren. Für die Zusammengehörigkeit des Volkes sind die außerordentlich nützlich, weil wir sie medienwirksam auf dem Altar der Massenmedien schlachten können als Sündenböcke statt des goldenen Kalbes, um das wir alle tanzen. Das wäre auch ein Satz, der ins Wort zum Sonntag passen würde. Ja, aber das, in letzter Zeit habe ich das öfters, beunruhigt mich. Ja, hoffentlich ist das keine Alterserscheinung, dass ich plötzlich immer auf den Beatle komme. Übrigens, wissen Sie, welche Bedrohung ich geradezu herbeisehne? Altersgewalt. Nach der Jugendgewalt, Altersgewalt. Massenhaft hochaggressive Rentner und Pensionäre vor den nächsten Bundestagswahlen. Und dann möchte ich die Bild-Zeitung sehen, wenn sie auf ihre Stammwähler losgeht und sie diffamiert. Das gibt mal eine Abwechslung. Und übrigens, der Mindestlohn, der wird überhaupt nicht mehr diskutiert bei der nächsten Wahl wahrscheinlich, weil die Union ihn haben wird oder haben möchte bis dahin. Der Merkel-Berater Bert Rürup, einer von den fünf Wirtschaftsweisen, der fordert ihn nämlich jetzt schon. Mindestlohn maximal 4,50 Euro die Stunde. Wissen Sie, was das ist? Das sind 180 die Woche. Ich sage Ihnen eins, dieser Rürup, entweder kann er nicht rechnen, will er nicht rechnen oder ist sonst komplett verwirrt. Das ist meine persönliche Überzeugung. So. Ah.